Ja, Freunde, damit willkommen zu einer neuen Folge von Scoom. Hier geht's direkt weiter oder auch nicht. So. Schauen wir mal. Ja, gut, dann kann ich ja zufällig machen, oder? Ja, wir waren nämlich da stehen geblieben, wo wir stehen geblieben waren. Und das ist am A der Welt, oder was? Da oben. Oh, wir sind direkt beim Bunker hier. Warte mal, irgendwo da ist einer. Gut, dann wird gleich mal rein, ne? Dann können wir da gleich mal rennen. 33 Rumpunkte haben wir. Mann, ich drück doch, du. So, Robby ist nicht da. Der ist Ausflug. Gute Landung. Direkt auf den Zombie, also super. Mann, hau doch ab. Seh nix. So rein, wo Licht ist. Na, schneller. Ah, hier kann ich rein, warte. Bitte. Ah, so, jetzt haben wir Ruhe, hoffe ich zumindest, ne? Ne, da ist auch schon wieder ein Zombie, Alter. Was soll denn der Scheiß? Was ist das hier für ein Bunker? Wo war das? D3. Oh, hier ist ein Amore. Guck mal, wie die Dinger da liegen, ne? Das liegt Hängematte. Aha, ein Polsterchen. So, Rucksack brauchen wir, wieder alles verloren, ne? Standard, oder? Das ist der Spielinhalt. Es gibt keinen anderen Inhalt. Du sollst alles verlieren und wieder neu sammeln gehen. Gibt keinen anderen Inhalt. Zum jetzigen Stand. Ja, sonst gar nichts, oder was? Das ist grausam, oder? Ich meine, das sind die besten Räume in den Bunkern. Nur Grütze, ne? Ne, von da bin ich gekommen, oder? Nicht zu laut sein, dann kommen die Zombies schneller. Ja, den müssen wir machen. Das Gute an dem DLC, an dem Charakter ist, dass du mit einer Waffe anfängst. Das ist wie mit dem Danny genauso. Aber wie gesagt, die ist auch nicht stark, diese Waffe oder so. Das ist eine Wurstwaffe, ne? Ich versuche die auch loszuwerden, sobald ich was Neues habe. Ich wäch damit. Was, Zombie-Rino? Warte mal, kann man den anziehen? Ah ja, okay, gut, dann ziehen wir den an. Friert er, glaube ich, eh so ein bisschen, ne? Wir sind ja hier im Norden. Wie gesagt, ihr könnt immer ausweichen. Einfach in den Händen drücken, guck mal. So. Ihr müsst bloß Platz haben. So, jetzt bin ich dran. Bam. Und jetzt. Jetzt lasse ich ihn mal wieder. Und zurück. Und hauen. Jetzt fällt er runter. Jetzt kriegt er noch einen. Und der ist platt wie eine Flunder. Also so mal eben kurz nochmal so ein kleines Nahkampftraining für euch. Wenn ihr damit Zombies Probleme habt. Wie gesagt, früher konnte ich mit einem geiles Katana. 8 Zombies, ne? Die mich genervt haben. Die waren gar kein Problem. Einfach. Dann waren die alle durchgeschnippelt. Mittlerweile ist es aber ein bisschen irgendwie schwieriger geworden, ne? Die haben das wohl ein bisschen abgeschwächt, das Katana oder was auch immer. Ihr dürft nicht vergessen, ich bin Nahkampfexperte, ne? Und dafür ist es ziemlich schwach. Das ist richtig schwach, was wir hier an Leistung im Moment fahren. Die Waffe ist eine Wurstwaffe.
Oh Mann, wieso geht's nicht auf? Ja, und vom Loot her, Grütze, ne? Also sehr wenig, ihr seht selber. Man muss hier also sehr spartanisch leben. Das ist, achso, hier, das ist dieser blöde Raum da. So, Rucksack geht vor, Taschen gehen im Moment vor, ne? Hier könnten wir noch ein bisschen Heilung erhaschen. Theoretisch. Die dusseligen Masken gehen mir auf den Sack. Fand ich sowieso doof, dass sie das reinprogrammiert haben. Mann, ich komme da an die Kiste nicht rum. Ja, damit. Schloss kann ja nicht schaden, warum nicht? Ne. Komm weg. Da ist ja einmal Heilung. Das Ding ist gelockt. Hier können wir vielleicht ein Nachtsichtgerät finden in solchen Schränken, wenn wir Glück haben. Oder hier in den kleinen eher, ne? Den Dingern, glaube ich. Eine Kerze, das ist ja süß. Ja, bei mir ist auch 26 Grad schon wieder in der Bude. Es wird langsam Zeit für die Klimaanlage, aber dann kriege ich wieder Angst wegen Strom. Oh. Ja, schon wieder ein Zombie. Kommt der her oder was? So, ein bisschen Heilung haben wir. Ja, im Moment ist das nicht unbedingt so wichtig, die Schlösser. Man will sie aber auch nicht liegen lassen, oder? Gib doch mal einen Rucksack jetzt hier oder sowas, du. Ja, sowas zum Beispiel. Ja, eine hat jetzt gereicht. Na, jetzt übertreib's nicht, Spiel. Ich will einen Rucksack jetzt haben. Wenn ich diese Masken sehe, da wird mir schlecht. Da wird mir wirklich schlecht. So, mach mal so. Können wir, glaube ich, als Messer ganz normal benutzen. Ne? Das ist auch gut. Falls man mal im Humpelstress ist, ne? Wenn du in eine Reisfecke reinläufst oder sowas. Und wir wollen ja die Pharma-Mafia, die Pharmaindustrie auch ein bisschen unterstützen. Mit ihren Tabletten da. Ein Höschen. Zum Glück ist bei uns die Nacht nicht so lange. Ist auch sehr dunkel und ein bisschen nervig dann, ne? Gerade für Videos ist das natürlich schwierig. Nein, 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 nein. Falscher Fehler. Tau nicht da lang. Nen, 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 nen. Nen, nen. Oh ja, gut, dann machen wir den eben. Oh, das sind zwei. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Fünf. Fünf Schläge. Hm. Und eins und zwei. Wir müssen aufpassen, sonst kommt Graf Zahl. Und das ist gefährlich. Und drei. Und vier. Und fünf. Graf Zahl schießt doch mal mit Blitzen, oder nicht?
Achso, hier habe ich eigentlich schon mal über die Wishlist erzählt. Ich habe jetzt irgendwie so eine eigene Wishlist bei Amazoni. Und ja, wenn ihr da dann raufklickt, ist bei mir in Discord und sowas verlinkt oder in meinen Kanälen irgendwie. Und dann, ja, da könnt ihr dann Produkte kaufen und die werden aber mir geschickt von meiner Bestellliste. Also wisst ihr, wie ich meine? Das ist irgendwie ganz interessant. Ich kannte das vorher auch noch nicht so oder habe es halt nie benutzt und Zeug, weil ich bin ja nicht so naja, Business-Typ wie die anderen Leute. Alle, die das Erste, was die machen, ist, wenn sie online anfangen mit Streamen oder mit YouTube, ist halt irgendwie Donation-Button da zu machen und so, ne? So bin ich nicht und so war ich noch nie. Deswegen, ja gut, ich bin jetzt schon 3 Jahre gleich bei Twitch und jetzt habe ich erst dieses Amazon-Wishlist-Ding da mal aktiviert, damit ihr da Bescheid wisst, ne? Also wenn mir irgendwelche Gesundheitspulver oder sowas, also die Produkte, die ich in alltäglichen, taglichen Bedarf mal für mich nutze, bestellen möchte oder mir so Support zukommen möchte, ne? Da freue ich mich denn, weil dann kommt hier so ein kleines Paketchen an und ihr könnt da eine Nachricht reinschreiben und dann, ja, kann ich denn vernünftige Symptome einleiten, ne, zum Beispiel, weil im Moment ist auch mein Pulver zum wieder alle hier, rote Kraft zum Beispiel oder sowas, ich nehme mir immer so jeden Tag diese Shake Smoothie, nennt sich das, glaube ich, ne. Von Alpha Furz. Alpha Furz. War ich hier nicht schon? Kommt mir gerade irgendwie so bekannt vor. Oh, Zombie, ey. Wieder. Mein Bock. Ja, ja. Merkwürdig, ne? Hier war ich schon und auf einmal ist hier ein Zombie. Was ist das? Also dieses System finde ich blöde. Also das System ist so, dass wie gesagt, wenn du läufst, ne? Also du bist jetzt der Finger und dann ist über dir so eine Glocke. Und das sind immer die Zombies, ne? Und dann läufst du und die Glocke verfolgt dich. Und dann spawnt hier ein Zombie und dann so, und dann spawnt da und da ein Zombie und. Also du, die kommt immer hinterher, die Glocke, Alter. Und spawnen immer um dich rum Zombies. Und obwohl, ich war ja gerade hier, ich habe hier alle Räume leer gemacht. Es war kein Gegner da und jetzt sind auf einmal Gegner da. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt das System bei Scum. Also ich persönlich finde das besser, wenn wir fest installierte Gegner hätten. Das heißt Spawnpunkte. Und ich würde die ganz gerne setzen, die Spawnpunkte, als Admin. Dann könnte ich nämlich so eine, dann könnte ich selber eine geile Welt aufbauen. Und dann könnte ich ein bisschen Inhalt liefern. Ich würde in jedem Raum 5 oder 3 Zombies fest spawnen lassen oder so. Dass das sich auch lohnt, Alter. Ja, weil im Bunker sind nicht immer nur so wenig Zombies oder so, sondern wenn du da reingehst, dann. Da sind ja viele Soldaten gewesen, die jetzt ja zu Zombies geworden sind. Wisst ihr, wie ich meine? Draußen in den Wäldern weniger, weil so viele zivile Leute oder sowas sind nicht in den Wäldern. In den Städten und Dörfern schon wieder ein bisschen mehr dann, ne? Und hier halt mehr die Panzerzombies und so und nicht diese normalen. Also da hätte ich das ganz gerne so, dass ich das selber einstellen könnte. Spawnpunkte. So, wenn ich jetzt zurücklaufe, kann das sein, dass da wieder Zombies frisch gemacht werden für mich. Ne? Und das ist ein bisschen nervig dann. Ihr könnt ja mal was dazu schreiben, ob ihr das Spawn-System so gut findet. Guck, hier war ich auch schon, jetzt ist da so ein Zombie gekommen. Das Spiel, das merkt... dass die Zombies tot sind. Ja, okay, ich bin jetzt in dem Bunker. Da könnt ihr das ja auch machen wie... ja, wie heißt das? Events oder so? Instanzen, so heißt es, ne? Und die Instanz beeinflusst du. Das heißt, wenn das Vieh jetzt tot ist, dann ist das Ding tot. Da kommt auch kein neuer dann. Dann hast du den Level fertig. Weil es ist ja nur realistisch. Du machst ja einen Raum leer, du lootest den komplett und so weiter. Dann gehst du raus, die Instanz, die resettet sich dann für den nächsten Spieler und dann hat der das Gleiche. Der hat neue Kisten... er hat neue Gegner. Ich würde das gut finden, wenn wir hier Instanzen kriegen würden bei Scum, Leute. Dass die jede Bunkerstelle hier läuft über eine Instanz. Oder was sagt ihr, was haltet ihr denn davon? Na? Oh, langweilig. Oh, langsam eine neue Waffe haben. Diese Scheiße hier, das ist so langsam, Alter. Mann, was soll denn das? Oh Mann, du bist ein Penner. 70%, ey. Ja, Finger weg. Nur gucken, nicht anfassen. Ich hab's euch oft genug gesagt. Nur gucken, nicht anfassen. Ich mag das nicht. Na, ich möchte hier nicht bedrängt werden oder belästigt werden. Ich mag das nicht. Ich hab's gesagt, das ist Nötigung sonst.
Nee, hier finden wir doch auch wieder nur Grütze, oder? Oh Mann, jetzt kommen noch mal vernünftige Symptome hier. Werft doch, es funktioniert wieder nicht, ey. Wieso ist das schon mal so verbuggt, der Kack hier alles? Der haut sehr langsam für Expert. Pass mal auf, ich drücke jetzt. Und jetzt haut er erst. Ich drücke jetzt. Das dauert zu lange, Alter. Ich bin Experte, Mann. Was soll der Scheiß? Ich müsste damit hauen wie so ein Maschinengewehr eigentlich, theoretisch. Achso, hier ist der Ausgang wieder, ne? Udere was? Und da ist auch schon eine Horde hinter, hört ihr? War ich denn hier jetzt so? Ich bin mir gerade unsicher. War das nicht der Ausgang, sag mal? Ist immer noch Nacht, oder was? Ja, da steht da auch noch das Siegel. Das ist ja ein komischer Bunker, ne? Also dann ist das ein anderer Ausgang, oder? Weiß nicht. Wir gucken da einfach mal jetzt lang, weil hier war ich ja nur noch nicht. Mal ruf jetzt! Und du grinst da nicht so, komm her. Mach Platz. Was denn? Ah, hier ist der Hinterausgang. Guck mal. Kein Rucksack, gar nichts gefunden. Ne? Ihr seht selber, wir sind ganz alleine. Oh, eine Schrotzflinte. Das Hemdchen tausche ich auch mal aus. Ich mag lieber das schwarze, gell? Jetzt komm, jetzt noch Munition, jetzt finden wir hier noch vernünftige Symptome zum Schluss. Das würde mich freuen, weil ich wollte gerade mich anfangen zu meckern. Hier gibt's ja gar nichts, kein Loot, den ganzen Bunker für mich alleine, Alter. Und da kriegst gar nichts raus, ne? Weil ihr seht ja jetzt, was ich jetzt hier so habe. Das ist ja eigentlich quasi alles, bis auf die Schließfächer. In den Schließfächern ist natürlich der beste Loot, ist ja logisch. So, wir machen nochmal Pipi-Pupo. Check. Hier können wir dann rauskraxeln. Aber, liebe Freunde, das machen wir zum nächsten Mal. Ich habe jetzt keinen Nerven mehr, Leute. Bin heute spät dran. Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, morgen wieder oder abends im Livestream. Und dann bis dann.